Ted ist krank. War anscheinend doch nicht so gesund da draußen. Die Tür zu öffnen und kontaminierte Luft reinzulassen war eine tolle Idee. Statt mit Phobien kämpfen wir jetzt alle mit Übelkeit. Mary Jane hat keine neuen Sorgen. Mit Dolores scheint alles in Ordnung zu sein. Ted hat sich mit etwas infiziert. Aber wir haben kein... oh, wir haben fast kein Wasser mehr, ne? Okay, es gibt erstmal nur Dosensuppe, weil davon so viel haben. Aufmachen im Namen der Freiheit, rief es von über der Falltür. Wir wussten nicht, wer dafür sich in Anspruch nahm, die Freiheit zu repräsentieren, aber wir konnten hören, dass es eine Gruppe von wahrscheinlich bewaffneten Leuten war. Jeder, der sich so vorstellt, plant wahrscheinlich, andere im Namen der Freiheit umzubringen. Sollen wir aufmachen? Sollen wir aufmachen, meine Lieben? Ne? Das müsst ihr mir jetzt mal hier erzählen. Ja, gut, dass ich mich enthalten habe, ja wirklich. ich glaube, dieses Knistern oder so kommt davon, dass du keinen Popschutz hast, auch wenn der vielleicht im Mikrofon schon eingebaut ist. Ich weiß echt nicht, was ihr meint heute, ne? Sollte ich vielleicht einfach weiter weggehen? Ich weiß nicht, was da das Problem ist. Das Problem ist, ich höre mich ja auch nicht selber. Die Senioren schlagen zurück. Ich find's aber krass, dass ihr das heute so deutlich hört. Was da das Problem ist. Es kann aber auch sein, weil ich gerade die Elgato dran habe und der auch ein Sound-Update gezogen hat. Ich sag jetzt mal ja, Entdeckung G. Mach nicht auf. Was machen wir denn jetzt? Ich regle mal kurz das Mikro runter. Ich habe es jetzt noch mal ein bisschen runter geregelt. In den YouTube-Videos habe ich das auch gehört, also bei 60 Seconds. Ah, okay. In Episode XY, die Okay, aber nochmal die andere Frage. Machen wir das jetzt oder machen wir es nicht? Machen wir auf? Okay, mehr als sterben können wir nicht. Okay, das ist mal eine Ansage, Marlene. Mehr als sterben können wir nicht. Hat mich überzeugt. Okay, wir leben noch. Wir haben leider keine Flasche Wasser mehr. Mal gucken, wer immer das war. Aber wir haben eine Knarre. Wuhu. Als wir die Falltür öffneten, sahen wir uns einer Gruppe bewaffneter Teenager, wahrscheinlich Highschool-Schülern, gegenüber. Sie waren entgegen unserer Erwartungen sehr freundlich und fragten, ob wir in der Nähe die Roten gesehen hätten. Wir konnten ihnen nicht weiterhelfen. Als sie bemerkten, dass wir bewaffnet sind, überließen sie uns sogar ein überschüssiges Gewehr. Auf unsere Frage, wer sie sind, antworten sie nur... Wolverines. Alles klar. Wow. Manchmal gibt es Nachrichten im Chat, wo ich denke, boah, das musste ich jetzt wissen. denn es sind gerade Tricks-Krümel in die Tastatur gefallen. So, wir sollten Mary Jane was zu trinken. Ja gut, alle wollen was trinken. Ach Leute, ey, wir haben doch kaum noch was. Das geht so nicht. Ich liebe Twix. Bekomme ich eins? Es war eine gute Entscheidung. Ja, wirklich. Amen. Wenn uns jemand aus dieser verdammten Situation... Wir haben wieder kein Radio! Ich bin nicht verrückt. Warum haben wir kein Radio? Oh, Alter, Timmy ist wieder da. Timmy, hast du Wasser mitgebracht? Nein, hat er nicht. Oh, der hat bestimmt wieder eine Dose mitgebracht. Das einzige Wichtige ist jetzt regelmäßig das Radio anzuschalten, um jegliche Übertragungen zu bekommen, die in unserer Gegend gesendet werden. Wir könnten natürlich auch draußen herumspazieren und auf unsere Abholung warten. Die erste Option ist aber vielleicht etwas schlauer. Wir hatten solche Angst um Timmy, aber er ist aus dem Ödland zurück und nun sicher bei uns. Beim Vorrat sammeln sollte man in jedem Winkel nachsehen, selbst wenn dieser wenig vielversprechend wirkt. Mit diesem Ziel begaben wir uns in die Ruinen der örtlichen Bank, getrieben von der Hoffnung, mehr zu finden als wertlose Münzen aus der Zeit vor den Bomben. Anscheinend wurde die Bank kurz vor der Explosion ausgeraubt. Der Tresorraum wurde mit in Teddybären versteckten Sägen gewaltsam geöffnet. Wer tut so etwas? Ja, das frage ich mich irgendwie auch gerade.
Jedenfalls verstehen wir, warum. Der Raum war voller Tomatensuppen in Dosen. Was machen wir? Was machen die da? Vielleicht sind sie per Post fälschlicherweise an die Bank statt an die Essensausgabe gegangen. Boah, jetzt haben wir 4 weitere Dosen, aber wir haben einfach keine Flasche Wasser. Auf dem Fußboden neben dem Schalter fanden wir eine Einkaufstüte. Sie enthielt mehrere vergammelte Bananen, eine Handcreme und ein paar Hasenpantoffeln. Okay. Und einige Flaschen Wasser. So verlockend die Schätze auch waren, wir nahmen nur das Wasser. Okay, wir haben eine Wasserflasche mehr gekriegt. Ah, okay, das ist ja wenigstens etwas. Oh, und wir haben ein Vorhängeschloss. In den Büroräumen der Bank fanden wir einen geöffneten Tresor. Er war leer, aber das geöffnete Vorhängeschloss, auf das wir neben ihm stießen, könnte sich als nützlich erweisen. Während des Trips machten wir ein Feuer, um uns aufzuwärmen. Schnell standen ein paar Räuber neben uns am Feuer. Wir haben Radio! Oh, und Fabsi, hallo, schön, dass du da bist. sie verlangten von uns, ihnen all unsere Vorräte zu geben. Ein plötzlicher Adrenalinstoß veranlasste uns dazu, einige Patronen ins Feuer zu werfen. Das daraus resultierende Trommelfeuer ließ diese Schweine die brennenden Beine in die Hand nehmen. In ihrer Hast vergaßen sie einige ihrer Sachen. Wie geil ist das denn, Alter? Timmy, Alter. Timmy hat die Patronen ins Feuer geschmissen. Radio gegen Munition, sehr nice, ja, aber richtig. Richtig, richtig gut. Ja gut, wir sind die Patronen los, aber die brauchten wir vorher eh nicht, bis das Gewehr mitgebracht wurde. Wir sind übrigens immer noch bei 0%. Mary Jane hat heute keinen Ärger gemacht und der Ärger hat es auch nicht gewagt, ihren Weg zu kreuzen. Timmy ist sehr hungrig, das war ja fast klar. Und Dolores, ja. Und Ted ist immer noch krank. Ein Arztkoffer wäre für Ted auch nicht schlecht, ne? Okay, guck mal, Futter kriegen mal alle. Und Ted und Timmy. Wir haben wieder ein komplettes Radio, meine lieben Freunde. Ich überlege gerade, ob wir Dolores auch was zu trinken geben. Weil ich will Dolores gerne rausschicken. So, wir stießen auf die Überreste einer Barackenstadt von Räubern. Jemand oder etwas hatte sie übel zugerichtet. In dem Schutt sahen wir einen Kater, der inmitten von Blut und Körperteilen saß und sich ganz ruhig die Pfoten leckte. Wir gingen zurück in den Bunker und er folgte uns mit einigem Abstand. Wir hörten jetzt, wie er an der Falltür kratzt. Sollen wir ihn hereinlassen? Also entweder kriegen wir jetzt so ein tolles Schmusekätzchen, das so lieb ist wie Pancake und uns Sachen bringt, oder wir kriegen die blutleckende Terrorkatze. Sollen wir sie reinlassen? Oder sollen wir sie draußen lassen? Ihr entscheidet. Oh, im Chat sind es sehr, sehr große Freude über das Radio. Oder ein weiteres Radio. Ja gut, wir könnten Ted auch rausschicken. Das ist eigentlich theoretisch auch eine Option. Nee, wir können ihn nicht rausschicken. Wenn er krank ist, können wir ihn, glaube ich, nicht rausschicken. Die Schwachen müssen weg. Oh. Im Chat geht's rund. Aber trotzdem die Frage, sollen wir das Kätzchen, diesen süßen Schmusekater, sollen wir ihn reinlassen oder draußen lassen? Rein oder raus? Dennis hat schon geschrieben rein. Aber wie sieht's bei den anderen aus? Aufmachen, schreibt Flo. Okay. Weitere Stimmen oder entscheide ich jetzt letztendlich? Das mit GTR soll übrigens einige betreffen. Einer schreibt 7 Stunden, der andere 8 Stunden, bis es fertig war. Oh Gott, ernsthaft? Ich meine, ich hatte vorher den Hinweis von der PlayStation, dass ich meine Einstellung überprüfen soll. Dass der Energiesparmodus die PlayStation nicht einfach ausschaltet. Also scheint die PlayStation ja davon auszugehen, dass es sehr lange dauert. Wow, aber das wäre jetzt echt lange. Es ist ja schon eine halbe Stunde so. Primetime 1982. Hallo, schön, dass du da bist. Katze rein. Reinlassen. Okay, wir lassen die Katze rein. Und wir, das ist jetzt ein Terrorkater. Dann seid ihr alle schuld. Mau. Errungenschaft frei. Wir haben Kätzchen! Alter, schaut euch die Katze an. Wie geil ist das denn bitte? Wir haben Kätzchen. Wie geil. Voll gut. Und wir haben eine Errungenschaft freigeschalten. Die heißt, die Katze aus dem Sack. Als wir die Luke öffneten, hüpfte der Kater herein und stolzierte durch den Bunker, schnupperte an jeden von uns, an jeder Wand, an jeder Dosensuppe und jeden Möbelstück. Dann setzte er sich an einen ruhigen Platz und machte ein 12-stündiges Nickerchen. Auf dem Halsband steht Charikov.
Was ist das für ein Name? Mary Jane geht es bewundernswert mit der Situation um. Sie sieht heute gut aus. Timmy ist sehr hungrig. Wenn es irgendwas über Dolores zu sagen gäbe, würde es hier stehen. Und wir sollten etwas gegen Teds Krankheit unternehmen. Ja, gut. Hier, Timmy kriegt eine Dose. Dolores kriegt auch noch eine, weil Dolores rausgehen soll. Und was geben wir Dolores mit? Wollen wir die Knarre mitgeben? Weil wir haben hier sowieso keine Munition dafür. Und wir haben hier noch eine Axt. Die könnte uns ja rein theoretisch helfen. Oder wollen wir ihr das Vorhängeschloss mitgeben? Ach komm, wir geben ihr mal das Vorhängeschloss mit. Obwohl, sind wir denn hier safe? Ich weiß es auch nicht. Ach Mann. Ich weiß echt nicht, was wir ihr mitgeben sollen. Schreibt mal in den Chat, was wir ihr mitgeben sollen. Ich bin ein bisschen uneins. Ja. Alle freuen sich über die Katze. Oh, und Emojis von Hannibal. Gib ihr nichts mit. Okay, Dennis greift durch. Vorhängeschloss. Sagt der Flo. Aber was machen wir am Ende? Ich weiß nicht, ich habe Angst, wenn wir das Vorhängeschloss geben, dass wir dann nicht mehr da viel von sehen, so. Also, dass das dann keiner mehr kommt, um uns irgendwie... Anderer Flo auch, okay. Dann geben wir das Vorhängeschloss mit, weil ich es nicht wieder überblätter wie gerade eben. So. Gut. Das letzte Mal hat sie dir auch kein Glück gebracht. Da sagst du was. So. Ah, jetzt sitzt das Kätzchen da drüben. Voll gut. Wir haben Kätzchen, Alter. Ich freue mich, ein cooler Keks. Am meisten braucht Mary Jane gerade Wasser. Timmy will was essen. Dolores auf dem Weg. Und Ted geht es gut. So. Dann verteilen wir das hier mal so. Alles gar kein Problem. Marlene hat noch geschrieben, wir sollen das Gewehr nehmen, aber es ist jetzt leider zu spät. Heute waren äußerst kuriose Besucher da. Einer hat zwei Steine auseinandergeschlagen, um die Geräusche eines galoppierenden Pferdes zu imitieren. Seine Begleiter tat so, als reite es das besagte Pferd. Sie behaupten, auf der Suche nach irgendeinem magischen Becher zu sein, sich aber im Ödland verlaufen zu haben. Sie baten um Erlaubnis, einen kurzen Blick auf unsere Karte werfen zu dürfen, um ihren Aufenthaltsort zu bestimmen. Sollen wir ihnen die Karte geben? Also, wir leihen sie ja erstmal nur aus, so laut der Aussage des Textes. Sollen wir die Karte zeigen? Sollen wir riskieren, dass unsere Karte kaputt geht oder dass wir sie klauen? Dass wir die Karte verlieren? Oder sehen wir den Gewinn und denken uns, vielleicht können sie uns irgendwo hinführen mit Hilfe der Karte oder sie kommen irgendwann zurück und bringen uns was mit? Was glaubt ihr, werden sie tun? Kommt da was Gutes bei raus oder eher nicht so? Nein. Die klauen das, sagt Flo. Okay. GTA ist immer noch bei 0%. Wir haben eine Katze, wir haben also nichts zu verlieren. Sag, wir haben keine Karte. Okay. Also ich würde denen das nicht geben. Du warst schon bei den Senioren fies, also sei es nochmal. Die sind komisch. Okay, ihr findet die total komisch. Aber mir sagt irgendwas, ich soll ihnen das zeigen. Ich würde ihnen das echt gerne zeigen. Seid ihr mir böse, wenn ich das denen zeige? Weil ich denke mir am Ende, was soll ich schon groß machen? Ich glaube, da kommt eher was Positives raus. Ich habe irgendwie so einen Hang zu komischen Menschen. Die brauchen die Karte vielleicht für irgendwas. Ach komm. Flo hat gesagt, ich darf. Ben, was mein Fehler? Ey, unsere Karte ist noch da, Leute. Oh, sie wirkten sehr freundlich, also ließen wir sie einen Blick auf unsere Karte werfen. Sie dankten uns und boten uns im Gegenzug einige Vorräte an. Wir nahmen sie gütig entgegen und wünschten ihnen viel Glück auf ihrer Suche.
wir haben eine Dose bekommen. Ja, und jetzt bin ich die böse Flo, ja? Weil ich uns eine Dose Essen besorgt habe, von dem wir zwar genug haben, aber ich habe uns eine Dose Essen besorgt. Ja? Der andere Flo hat mich unterstützt. Ja, und Dennis sagt einfach, ich soll's machen, ne? Und Marlene sagt, die Katze ist mit mir. Mary Jane fühlt sich sicher. Wer hat Durst? Ach, Timmy und Ted. Das Problem ist, wir haben nicht mehr genug Wasser, um beiden was zu geben. Wir müssen uns jetzt entscheiden. Ich gebe es mal Timmy, weil Ted eh fast krepiert. Eine Gruppe von Leuten in grünen Pyjamas, die an unserer Luke klopft, hatten wir nicht erwartet. Aber genau das ist passiert. Sie behaupten, sie seien fröhliche Gefährten und wollen von den Reichen nehmen und den Armen geben. Wir sind ziemlich arm. Vielleicht können wir also ein paar neue Freunde finden. Sollen wir sie hereinlassen? Ja, meine lieben Freunde, sollen wir sie hereinlassen? Also das letzte Mal, als wir diese Robin Hood-Verschnitt-Typen reingelassen haben, haben die unsere Vorräte gesehen, haben gesagt, wir sind zu reich und haben unseren ganzen Shit mitgenommen. Also ich persönlich wäre ja dafür, dass wir sagen, Alter, lauft weiter an euren Höschen. Wofür seid ihr denn so? Okay, Flo sagt, wir sind keine Freunde. Du hast Dosen ohne Ende, wir sind nicht arm. Das sehe ich auch so. Nein, das hat dir schon damals kein Glück gebracht. Okay, wir ignorieren das jetzt hier Eis. Nein, Quatsch, Alter. Kein Häkchen. wir lassen die nicht rein. Pass auf, dann klauen die uns auch noch. Ihr habt uns nicht reingelassen. Unsere Katze, ey. Wie geil.